Hallo, servus, willkommen zu Fitness Update, einer weiteren Folge mit mir, Peter Burianek, dein Ansprechpartner in den Bereichen Fitness, gesunde Ernährung und Motivation, weil ich bin Personal Trainer, Online Coach und Motivator. Und in meinen Videos hier bei Fitness Update zeige ich dir in 4 Minuten jeweils eine Übung für eine spezielle Muskelgruppe oder auch für den ganzen Körper. Und heute kommen wir gleich in Medias Res, geht es um den Hüftbeuger. Was ist der Hüftbeuger, wo befindet sich der? Die Hüfte kann man strecken und man kann sie beugen. Und wir haben jetzt schon einige Videos, wo wir den Hüftstrecker, also den Gluteus Maximus, den Hintern trainieren und den unteren Rücken auch. Heute geht es eben um den Hüftbeuger. Das heißt, er hat sehr wohl auch mit Bauchtraining zu tun, weil dann gibt es ja die Übung, die wir auch schon gezeigt haben in Videos, wo du dich auf den Boden legst und sozusagen die ausgestreckten Beine hebst. Das sind die Beinheber. Das kannst du auch machen, wenn es am Anfang zu schwer fällt, dass du dich auf die Ellbogen abstützt und hier die Beine mal hebst. Das sind alles Dinge, die die untere Bauchmuskulatur stärken, aber auch sehr wohl den Hüftbeuger. Jetzt geht es aber ganz speziell um den Bereich in einer stehenden Variante. Und gleichzeitig ist das auch für das Herz-Kreislauf-System gut, weil du dich bewegst, weil du deine Kondition trainierst. So, wir begeben uns jetzt in eine Art, ja, Sprint-Startposition, das heißt, ein Arm ist hinten, der gegenüberliegende vom Bein, das vorne ist, ist vorne. Und dann gehen wir immer nach oben und schießen gleichzeitig das Bein nach vorne. Als ob du beim Sprint starten würdest und einen Kick ausführst. Damit trainierst du vorrangig deinen Hüftbeuger. Und gleichzeitig machst du auch mit dem anderen Bein eine einbeinige Kniebeuge. Schau wirklich, dass du das Bein so hoch wie möglich, also das Knie so hoch wie möglich nach oben schlägst. Wir wollen nicht hier irgendwo stoppen, wir wollen hier wirklich nach oben schlagen. Ja? Geh mal auf die andere Seite. Welcher Arm und welches Knie vorne ist, kriegst du automatisch relativ schnell rein, weil es ist unlogisch, dass beide Seiten vorne sind. Immer wieder hochschlagen und zurück. Und gleich wieder runtergehen. Und das Knie soll hinten nicht den Boden berühren, sondern leicht drüber sein. Du merkst schon, ich atme unten ein und schieße es oben raus. Der Hüftbeuger sollst du unbedingt trainieren. Auch weil du den ganzen Tag oder die meisten von uns in der gebeugten Position sitzen. Ja? Und das ist alles eine Muskulatur, die sozusagen verkümmert, weil du sie nicht trainierst, weil sie immer verkürzt ist in der sitzenden Position. Das heißt, geh es wirklich durch. Ausfallschrittposition, Knie knapp über Boden. Rechter Arm vorne, linkes Bein vorne und dann hochziehen. Einatmen, hochziehen und Knie so weit wie möglich nach oben. Also, das war's. Die Übung für den Hüftbeuger empfehle ich dir. Mach's eine Minute, versuch dir wirklich eine Minute durchzuziehen. Und wenn du es geschafft hast, würde mich wirklich freuen über einen Kommentar von dir. Gib Bescheid, wie es funktioniert hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis dann.